Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es um ein Haustier, was wir wieder durch einen kleinen Special-Weg freischalten können. Und dazu bin ich im dritten Gebiet, das Azurblaue Gebirge. Und hier sind wir in dem kleinen Pavillon auf den Koordinaten 45, 38, hier in dem Lager Antonidas. Und dort hinter mir, also ihr seht, hier sind wir in dem Pavillon. Da ist auch dieses Portal vorne dran. Und hier haben wir ein Buch liegen, und zwar schimpft sich das Handbuch der magischen Kreaturen. So ein bisschen wahrscheinlich aus dem Film angelegt oder angelehnt, so rum. Und dann kriegen wir einen Buff. Dieser Buff hält 5 Minuten. Mir wurde auch gesagt, dass das Buch jetzt einen Cooldown haben soll, wenn man quasi das angeklickt hat. Zumindest stand das so auf WoW-Head. Und jetzt soll es so sein, dass wir erst das Pet sehen können, was wir uns fangen wollen. Vorher sieht er das leider nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, da hinten, oder warte mal, das ist gleich hier an dem Pavillon dran. Und hier haben wir es, das Pet wollen wir uns holen, blasses, junges Vorquin schimpft sich das. Und tun wir einfach unser Team heilen und können das hier eintüten. Mehr ist es nicht, wir können es uns jetzt vielleicht auch mal kurz angucken. So sieht das Ganze aus, ist halt wieder ein weiteres Vorquin-Pet, also nicht sonderlich speziell, aber wenn ihr die Sammlung vollständig haben wollt, dann ist es dementsprechend eins, was ihr bestimmt haben wollt. Gut, damit sind wir auch schon durch. Viel Spaß beim Nachfarmen und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.